nachdem wir gestern noch in der Bar waren, den Abend ausklingen lassen, sind wir jetzt am Castello de Belver. Oh, ich werde überfahren. Und es hat halt früh geregnet beim Frühstück, hat schon ganz schön schlechte Laune auf einmal. Aber wie ihr seht, Sonne! Jetzt gehen wir uns mal die Burg angucken. Jetzt sind wir in der Burg angekommen. Eigentlich kostet es 4 Euro Eintritt, habe ich im Internet gelesen, aber vielleicht ist es im Winter kostenloser Eintritt. Wir sind einfach so reingekommen. Jetzt sind wir an der Kathedrale in Palma. Jetzt spazieren wir noch durch die Altstadt. Beziehungsweise durch die Stadt und alle Geschäfte haben zu, weil heute dieser Feiertag ist. Und ich wollte noch erzählen von unserem Bus gestern. Das war eine Katastrophe. An diesem San Sebastian-Feiertag, beziehungsweise den Abend davor, fahren die Busse von 23.30 Uhr bis 6.30 Uhr kostenlos. Dachten wir. Das gilt aber nur für die Nachtlinien, also N1 bis N6, glaube ich. Und ja, wir sind dann in die 1 eingestiegen auf dem Rückweg und er hat uns dann erzählt, dass das keine Nachtlinie ist, obwohl es schon Nacht war, also 12:30 oder so. Das war ein wenig enttäuschend, weil wir dachten, wir können kostenlos fahren, aber es hat nur 1,50 Euro pro Person gekostet, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem muss man nicht verstehen, warum ein Bus, der nachts fährt, kein Nachtbus ist. Naja, wir gucken jetzt mal weiter hier. Jetzt sind wir gerade am Plaza Mayor. Hier war gestern diese Party mit den Drachen, was wir schon gezeigt haben. Wir haben jetzt noch eine Stunde, bevor unser Rückflug kommt und die verbringen wir jetzt am Ballermann. Ich war noch nie am Ballermann, jetzt sind wir hier. Aber eigentlich sind wir nur hier, ums Meer anzugucken. Ja, und in einer Stunde geht es dann schon wieder zurück nach Deutschland. Es war bisher ein sehr schönes Wochenende, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wir haben für den Flug nur 5 Euro bezahlt. Also wir sind mit Ryanair von Berlin ausgeflogen und es hat hin und zurück nur 5 Euro gekostet, also ist mega. Ja, dann war es das wahrscheinlich und ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, einen Kommentar schreibt oder gefällt mir drückt. Tschüss!